Eines ist ziemlich sicher, wir werden in den nächsten Tagen und Wochen hören, dass der böse Kapitalismus an dieser Bankenkrise schuld ist. Die gierigen Banker, die entfesselten Finanzmärkte waren es und all das ist natürlich immer wohl gelitten und wird wahrscheinlich dann von den Politikern nach vorne gebracht, aber faktisch ist es eine Krise, die durch die Politik ausgelöst wurde, durch Regulatorik ausgelöst wurde, durch gerade die Einschnitte, die Begrenzungen des Kapitalismus ausgelöst wurden. Warum? Man hat zum Beispiel den Zins abgeschafft, damit jede Möglichkeit, Risiken wirklich zu bepreisen, abgeschafft. Man hat Geld gedruckt ohne Ende und damit Preisblasen im Immobilienbereich, auch im Aktienbereich, vor allem aber im Anleihenbereich ausgelöst. Und jetzt, wo die Zinsen schnell steigen müssen, nachdem aufgrund auch des Gelddruckens die Inflation nach oben gegangen ist, sehen wir, wie diese Preisblasen jetzt platzen im Prinzip und wer ist daran schuld? Die Regulatoren sind daran schuld, diejenigen, die letztendlich die Zinsen abgeschafft haben, die das Geld gedruckt haben, nicht der Kapitalismus, nicht die freie Wirtschaft, sondern eben die Eingriffe in die freie Wirtschaft, weil man sich gesagt hat, Mensch, wir wollen doch hier mal die Wirtschaft stimulieren, wir sind doch in einem deflationären Umfeld. Wir müssen auf diese Krise wieder mal mit Gelddrucken und Anleihekäufen reagieren. Und irgendwann zahlst du die Quittung und bekommst das, was Rick Santelli, ich hatte es im Markeflüster jetzt am Freitag schon gesagt, meint, wir haben hier eine Krise, die aufgebaut ist auf die letzte Krise, nämlich die Finanzkrise, die nicht wirklich gelöst wurde und wir zahlen jetzt den Preis dafür, für diese letztendlich entfesselten Regulatoren, für entfesselte Notenbanken, die uns in dieses Schlamassel reingeritten haben. Nicht der Kapitalismus, sondern der Eingriff, der zentralplanerische Eingriff von Zentralbanken ist es, der uns letztendlich dieses Schlamassel beschert hat. Rainer Zittelmann hier mit einem Artikel, die Interventionsspirale. Kein Bereich ist so stark reguliert und staatlich beaufsichtigt wie der Finanzsektor, mit Ausnahme vielleicht des Gesundheitswesens, auch da extrem viele Ineffizienzen. Das ist letztendlich oder sollte letztendlich den Kapitalismuskritikern zu denken geben, dass wir sowohl extreme Probleme im Gesundheitssektor haben, da kann ich ein Lied davon singen, viele Verwandte von mir sind da in diesem Sektor. Aber es zeigt eben, dass letztendlich hier offenkundig so stark reguliert wurde und dennoch die Dinge so stark schief gehen. Das ist letztendlich dann so, dass jetzt natürlich wieder dann gesagt wird, naja, da können wir doch nichts dafür, das hat doch keiner kommen sehen. Aber natürlich war das relativ logisch, was da passiert. Und was wir aktuell sehen, ist nicht eine Interbankenkrise wie damals in der Finanzkrise, sondern eher eine Zinskrise, eine Liquiditätskrise, weil Kunden vor allem Gelder abziehen aus ihren oder von ihren Konten, die nicht ausreichend verzinst sind in den USA. Und der große Unterschied zwischen Europa und den USA ist, in den USA ist das relativ problemlos möglich. Ich kann in Geldmarktfonds über meine App mal eben ein paar tausend Dollar rüberschieben. Versucht mal das in Europa zu finden, in Deutschland zu finden, irgendeine in kürzer laufende deutsche sichere, vermeintlich sichere Staatsanleihe mal ebenso zu kaufen. Das ist praktisch für Privatkunden überhaupt nicht möglich. In den USA ist das möglich. Dementsprechend sehen wir hier diese starken Abflüsse in der letzten Woche wieder 100 Milliarden. Da sind dann 120 sind abgeflossen aus den Small Banks. 67 Milliarden sind den großen Banken zugeflossen, ausländische Banken. Hatten Abflüsse von 45 Milliarden Dollar und vor allem hier, wie JP Morgan sagt, ja, das Geld ist in Government Money Market Funds gegangen, also in diese Geldmarktfonds, in die, wie gesagt, ein Amerikaner ganz leicht investieren kann, wir Europäer nicht. Und hier sehen wir mal die Hilfen, die jetzt praktisch die Banken bekommen haben, bekommen mussten. Die Dollars, die sie geliehen haben, die großen Banken auch 250 Milliarden, die kleineren Banken 250 Milliarden, ausländische Banken 25 Milliarden. Wir sehen also, dadurch, dass die kleineren Banken auch in der Summe kleiner sind als die Großbanken in den USA,
ist natürlich hier proportional da viel mehr von denen geliehen worden. Und hier sehen wir nochmal die Outflows, 500 Milliarden Dollar in den letzten 2 Wochen. Das muss man sich mal vorstellen, eine 500 Millionen. Jetzt liegen insgesamt so um und bei 20 Billionen auf amerikanischen Konten. Aber hier sehen wir mal, wie stark diese Abflüsse sind und wie stark dann letztendlich vor allem die Small Banks betroffen sind, also die kleineren Banken betroffen sind. Und hier sehen wir etwas, das letztendlich all das erklärt. Wir sehen hier den Anstieg der Leitzinsen und wir sehen in der linken Grafik die Zuflüsse in diese Geldmarktfonds und rechts sehen wir das große Problem, die Regionalbanken können und wollen nicht diese Zinsen bieten, die an Geldmarktfonds geboten werden. Also zack, mit der App mal eben 2 Klicks abziehen, dahin bringen und schon ist das Geld weg und schon ist der Stress im System und ich sehe nicht, wie sich das ändern kann, denn normalerweise müsste oder ist das, was jetzt an Beruhigungsversuchen passiert ist, zunächst mal mit der Silicon Valley Bank, hat man ja versucht zu sagen, okay, alle Einlagen sind garantiert bei der Silicon Valley Bank. Jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen, ja, alle Einlagen bei Regionalbank X und Y sind auch garantiert, aber was hilft das, wenn die Kunden dieser Bank dennoch Gelder abziehen, weil diese Bank nicht in der Lage ist, eben diese Zinsen zu zahlen, die die Konsumenten woanders bekommen. Und wie problematisch die Lage hier in Europa auch ist, das hat die schweizerische Finanzministerin gesagt. Die hat am Wochenende oder übers Wochenende ein Interview in der NZZ gegeben. Und die europäischen Banken haben sicherlich andere Probleme als die amerikanischen Banken, denn hier ist eben diese Konkurrenz nicht so wirklich da. Erstens bekomme ich weniger Zins, zweitens kann ich nicht mal eben wie ein Amerikaner in meiner App schwupp mit 2 Strichen letztendlich das Geld mal rüber transferieren, weil es diese Geldmarktdinge in Europa gar nicht in dem vergleichbaren Maße gibt. Jedenfalls die Schweizer Finanzministerin sagt, die Credit Suisse hätte den Montag nicht überlebt. Der Zahlungsverkehr in der Schweiz wäre erheblich gestört worden, möglicherweise zusammengebrochen, Löhne hätten nicht mehr bezahlt werden können und so weiter und so fort. Also die hat gesagt, hätten wir nicht agiert, wäre die Credit Suisse am Montag komplett tot gewesen. Das ist natürlich schon eine scharfe Aussage und die Märkte haben zunächst mal ja gefeiert, diese Übernahme dann durch die UBS und wir haben jetzt 2 ausgewachsene Bankenpleiten in den USA und wenn man so will, eine 500 in Europa mit der Credit Suisse, die ja notverkauft wurde, so damals wie Bear Stearns von JP Morgan übernommen worden ist. Übrigens, als Lehman bankrott gemeldet hat, beziehungsweise platt war, das war der 15. September 2008, da hat der Nasdaq gut 0,5% gewonnen. Der S&P 500 ist um 0,27% gestiegen und die Finanzwerte im XLF, also das maßgebliche Finanz-ETF, da sind die größten Banken drin, gewann 6,83%. Naja, man sieht, manchmal sind die Märkte extrem voraussichtig. Wenn wir uns aber dann mal auf die Fakten besinnen, dann hier Apollo mit der Aussage, Thorsten Zwock, Capital Markets have remained essentially closed since der Pleite von SVB, also seit der Pleite der Silicon Valley Bank, geht im Grunde in Sachen Kapitalmärkte nicht mehr viel. Also zum Beispiel Emission von Junk Bonds, also von höher riskanten Anleihen. Wir sehen das zum Beispiel da eben auch Unternehmensanleihen deutlich weniger jetzt an den Markt gekommen sind. Wir sehen also, dass da auch Anleiheemissionen gerade bei nachhaltigen Anleihen nicht mehr passieren als Lehrer aus der Credit Suisse. Das heißt, wir sehen da schon eine gewisse Schockwelle, die allerdings in den Aktienmärkten natürlich nicht greifbar ist. Die Aktienmärkte wollen immer so lange spielen, bis es nicht mehr geht. Das war bei Corona auch so. Spielen, spielen, spielen. Ach, da ist ein kleines Problem in China. Hups, das Problem kommt näher. Egal, wir kümmern uns nicht drum. Bums, das Problem ist in Italien, in Europa. Wir fangen jetzt mal an, das einzupreisen. Und das machen Aktienmärkte dann meistens ziemlich schnell und ziemlich heftig. Aber zurück zur Bankenkrise, meine Damen und Herren, was wäre das Einzige, was letztendlich diese Krise lösen kann? Das sind Zinssenkungen, wie Holger Cipic
hier schreibt. Denn wie gesagt, du kannst ja alle Anleihen garantieren, jenseits der Frage, ob das überhaupt stemmbar wäre dann für den Staatshaushalt. Aber was du löst damit nicht das Problem, dass die Regionalbanken offenkundig nicht in der Lage sind, eben so hohe Zinsen zu bieten, und damit wird weiter Kapital abfließen. Die einzige Chance ist, wieder den Zins zu vernichten. Also du musst jetzt letztendlich in Konsequenz des gigantischen Fehlers, nämlich den Geist aus der Flasche zu lassen und die Zinsen abzuschaffen, damit Blasen an den Märkten letztendlich zu ermöglichen. Diesen Fehler musst du jetzt, oder hast wahrscheinlich keine andere Chance, als einen neuen Fehler zu begehen und die Zinsen wieder abzuschaffen, also die Zinsen zu senken, damit dieses Problem dann für diese Banken nicht mehr der Fall ist, für diese Regionalbanken. Wann wird, so fragt Morgan Stanley, wann werden die Zentralbanken nervöser in Sachen Finanzstabilität, also Rettung etwa des Finanzsystems, als über Inflation? Goldman Sachs erwartet jetzt, something will break, we expect a credit crunch, also praktisch ein Einfrieren von Krediten. Und die Bank of America in Gestalt von Michael Hartnett sagt, commercial real estate is the next shoe to drop, also das ist der nächste Big Short sozusagen, Commercial Real Estate, also Gewerbeimmobilien. Wieso? Wir haben hier eine Auslastung dieser Gewerbeimmobilien durchschnittlich von 60-70%, nicht allzu gut. Außerdem sind eben jetzt in den nächsten 5 Jahren 2,5 Billionen dieser Commercial Real Estate Schulden müssten neu refinanziert werden, dann wahrscheinlich zu deutlich höheren Zinsen, dann wahrscheinlich zu deutlich geringeren Marktbewertungen dieser Immobilie. Gleichzeitig ist man da sehr, sehr hoch gehebelt in diesem Bereich, und wir sehen es CMBS, also praktisch diese Commercial Real Estate Indizes, die es hier gibt, wie zum Beispiel CMBX. Hier sehen wir, dass da die Geschichte natürlich nicht so richtig gut aussieht, und hier sind vor allem eben diese Regionalbanken, so zwischen 65-70% sind in diesem Bereich engagiert. Fast mehr als 2/3 all dieser Kredite stammen eben von jenen Banken, die ohnehin jetzt durch diese Geldmittelabflüsse unter Druck sind. Und was tut die gute Janet Yellen? Da hat ja am Freitag Optimismus wieder geherrscht an den Märkten, weil eben hier diese Notsitzung einberufen wurde, nämlich Council of Financial Stability, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Jedenfalls sehen wir, dass hier dann so eine Art Nothing Burger als Statement nach dieser Sitzung praktisch den Leuten vorgeworfen worden. Ja, einige Institute sind unter Stress gekommen, aber insgesamt ist das Bankensystem natürlich total gesund und resistent. The Council also discussed ongoing efforts at member agency to monitor financial developments. Also, wir haben darüber diskutiert, dass andere sich Gedanken machen, so ungefähr könnte man sagen. Also absolut nothing, null, das ist sehr, sehr wenig. Und Janet Yellen hat ja ein Stück weit die Sache verschärft, als sie gesagt hat, wir haben nicht darüber nachgedacht, irgendwie Versicherungen auszusprechen für Konten. Am nächsten Tag hat sie das dann ein Stück weit zurückgenommen. Und hier ist offenkundig sehr viel Unruhe in der beiden Regierung, sehr viel Unwille über das doch sehr begrenzte gute Management von Janet Yellen. Man sagte, man kann die nicht wirklich loswerden, weil sie ist eine Frau und an so wichtiger Stelle. Das macht dann auch einen schlechten Eindruck, so sagen Insider. Jedenfalls ist man da nicht allzu glücklich über die gute Janet Yellen. Immerhin jetzt First Citizen kauft die Silicon Valley Bank, also das, was davon noch übrig geblieben ist, für 500 Millionen Dollar. Vor wenigen Tagen noch oder wenigen Wochen war die Silicon Valley Bank 40 Milliarden wert. Also das ist jetzt dann akute Leichenflederei. Die First Citizen sind etwa halb so groß wie die Silicon Valley Bank. Heute nimmt man das als gute Nachricht, was aber letztendlich, naja, etwas ist, worauf man nicht wirklich stolz sein kann. Diese First Citizens Bank, wenn ich da nochmal drauf zurückkommen kann, wenn der Rechner das macht, er macht es, die ist im Prinzip komplett in North and South Carolina beheimatet, also wirklich so eine Regionalbank von bescheidener Bedeutung. Die übernimmt jetzt also dieses Geschäft. Wir sehen, wenn wir jetzt mal auf die Märkte kommen, hier den S&P 500 mit dieser Wedge.
Ist das jetzt ein Ausbruch, der nach oben erfolgt, oder ist das eine bärische Wedge, die sich dann nach unten auflöst? Ähnliches gilt hier für den Nasdaq 100, der durchaus noch bis 12.943 steigen kann. Wir haben dann diese Trendlinie 13.327. Wir wären dann immer übergeordnet, immer noch im Abwärtstrend. Und im kurzen Zeitfenster im Aufwärtstrend, das ist sozusagen diese Krux an dieser derzeitigen Geschichte. Wir haben verschiedene Zeitebenen übergeordnet. Ist das nach wie vor ein abwärtsgerichteter Markt? Seit Oktober ist es tendenziell ein aufwärtsgerichteter Markt, aber dessen Interna stimmen nicht mehr. Wir sehen ja schon, dass sehr viel Geld jetzt wieder in Tech-Werte geflossen ist. Jetzt schauen wir uns etwa den Nasdaq Composite an, nämlich die Anzahl der Aktien, die über ihrer 200-Tages-Linie sind. Das sind weniger als 35%, also etwa ein Drittel der Aktien handeln über ihrem Tagesdurchschnitt. Miserable Marktbreite angesichts eines Indexes, der ja doch relativ stark ist. Hier sehen wir oben nochmal den S&P 500, der zunächst einmal rausgefallen ist aus diesem Trend, aus diesem Aufwärtstrend seit Oktober, dann jetzt versucht wieder reinzukommen, und wir sehen unten Stress am Kreditmarkt. Normalerweise kein wirklich heftiger, nachhaltiger Bärenmarkt an den Aktienmärkten, ohne dass auch im Kreditbereich ein bisschen Stress ist, aber jetzt sehen wir, es beginnt Stress, nämlich durch diese Bankenkrise sehen wir, dass High Yields, also praktisch hochriskante Bonds, Unternehmensanleihen mit begrenzter Bonität und Ansehen, dass hier die Risikoprämien deutlich nach oben gegangen sind in letzter Zeit, und wichtig jetzt der Dollar, der am Freitag eine wesentliche Unterstützung, nämlich einen längerfristigen Trend gehalten hat. Wir könnten jetzt auch wieder bei den Renditen einen Anstieg sehen. Hier haben wir jeweils positive Divergenzen. Also es deutet manches darauf hin, dass die Renditen wieder steigen könnten nach dem vorherigen Fall. Und wer glaubt, dass nur die Fed die Zinsen senken muss, der dürfte irren, denn jetzt De Guindos, Vizechef der EZB, der gesagt hat, ja, wir müssen auf die Bankturbulenzen Rücksicht nehmen. Also so schnell, wie die EZB dann umkippen wird, sollte die Fed umsteuern. So schnell kann man gar nicht gucken. Also diese Krise ist eine Krise staatlicher Intervention, eine Krise der Regulatorik, eine Krise, die entstanden ist durch die Abschaffung der Zinsen und massiver Einschuss von Liquidität ins System. Das ging lange gut, bis es nicht mehr gut ging durch Corona und Ukraine-Krise. Jetzt hat man das davon, und jetzt nach drei Artikeln, meine Damen und Herren, zum Abschluss S&P 500 und der DAX, Fed-Chef Paul beginnt zu zweifeln, das Big Picture an den Märkten. Wie schaut es denn jetzt eigentlich aus? Aus mit Gold und Silber. Silber läuft nicht so gut, Gold läuft deutlich besser. Warum? Wie geht das weiter? Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Die Bankenkrise, wenn Zinsen zu schnell steigen, warum die Bankenkrise so schwer zu beenden ist. Also drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, unter dem Video. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.